geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ich melde mich mal wieder nach ein paar Monaten bei euch. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich bin schon wieder komplett lost. Ich melde mich mal wieder bei euch mit einem neuen Video hier aus meinem, ja, schönen Studio. Ich habe wieder ein paar Sachen geshoppt. Darum geht es aber jetzt gar nicht, sondern ich bin froh, wieder back zu sein. Ich hoffe, ihr freut euch auf neue Videos. Wenn ja, könnt ihr gerne schon mal den Daumen nach oben schallern. Um was geht es heute? Warum melde ich mich jetzt erst zurück? Kurze Story, beziehungsweise ihr kennt die Story eigentlich eh schon. Die habe ich in den letzten Videos auch schon erzählt. Gesundheitlich ging es mir gut, schlecht, gut und jetzt ging es mir wieder schlechter. Und ich habe mir vorgenommen, erst wieder Videos zu produzieren, wenn es mir besser geht. Mittlerweile geht es mir gut oder besser. Deswegen dachte ich mir, ich nehme jetzt mal wieder ein Video für euch auf. Habe in der Zeit, wo es mir leider nicht so gut ging, natürlich ein paar Projekte überlegt. Oh Junge, Mann, die Kamera ist schwer, ich bin es gar nicht mehr gewohnt. Die einen oder anderen haben ja mitbekommen, dass ich trotz meiner Krankheit, sage ich mal, trotzdem auf Twitch unterwegs war. Gerne vorbeischauen, Freunde. Link ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung, falls ihr Bock auf Oldschool Melvin Bones oder ein bisschen auf Party habt. Schaut gerne vorbei, lasst einen Follower da, kommt in den Chat, wenn ich live bin, wird morgen wahrscheinlich schon wieder sein. In der Zeit, wie gesagt, wo es mir leider nicht so gut ging, habe ich natürlich mir wieder ein paar Gedanken gemacht. Was kann ich Neues oder welche Ideen habe ich, um neuen Content zu produzieren? Und da ist mir eine gute Idee gekommen, und zwar, wie wäre es, weil es ja hauptsächlich um Musik hier auf meinem Kanal geht, wie wäre es, wenn ich einfach mal nach DJ-Controllern suche und einfach mal schaue, was ist aktuell so der günstigste auf Amazon. Das ist auch das erste Video von diesem Format. Und zwar, ich habe, wie gesagt, auf Amazon geschaut, was ist aktuell der günstigste DJ-Controller, oder ich habe generell nach Controllern gesucht und habe mir gedacht, wie wäre es, wenn ich einfach mal den günstigsten DJ-Controller auf Amazon mir raussuche und natürlich auch bestelle. Und das Ganze packen wir heute zusammen aus. Es werden wahrscheinlich zwei Teile werden von diesen Videos. Wir werden einmal, also heute wird das Unboxing stattfinden, und im nächsten Video werden wir das Ganze ausprobieren, weil eine Software, also DJ-Software, ist schon dabei. Was die kann, wie die aussieht, was es für Unterschiede gibt, weil es gibt mehrere Versionen von dieser Software, werden wir uns im nächsten Video anschauen. Heute, wie gesagt, packen wir das Ganze aus, schauen uns das an. Ich muss jetzt nur kurz schauen, wie ich euch positioniere oder wo ich euch positioniere, weil ich habe einmal meine Vlogging-Kamera. Apropos, neues Objektiv ist auch am Start. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, rein und raus zu zoomen. Das ist natürlich ultra sexy, weil somit stehen uns wieder Wege offen für euch zu filmen, weil ihr habt euch letztes Mal beschwert, besser gesagt auch ich im Videoschnitt, war durch Festbrennweiten. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Hier ist meine andere Kamera, damit streame ich hier vom PC, und das sind Festbrennweiten, das heißt Hintergrund unscharf, Vordergrund sehr scharf, und wenn ich da irgendwas abgefilmt habe für euch oder einen Vlog hier gedreht habe, war das halt immer ein bisschen schwierig mit dem Autofokus. Genug geredet, mir fliegt der Arm schon ab, weil ich wirklich nicht gewohnt bin und die Kamera ultra schwer ist. Ich werde euch jetzt irgendwo positionieren, ich lasse mir jetzt noch kurz was einfallen, dann packen wir heute zusammen den günstigsten DJ-Controller auf Amazon aus, schauen uns das an. Mein erster Eindruck erfahrt ihr live hier in diesem kleinen Vlog aus dem Studio. Ich hoffe, euch gefällt. Ich hoffe, ihr habt Bock. Und wie gesagt, schaut gerne auf Twitch vorbei und gebt dem Daumen einen Daumen hoch. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und ich würde sagen, Freunde, let's go. 3, 2, 1. Unboxing beginnt. So, Friends. Ich hoffe, Kameraposition passt für euch. Ob das jetzt in Zukunft immer so bleiben wird, weiß ich noch nicht. Ich muss erstmal schauen, ob das mit dem Blickwinkel für euch in Ordnung ist oder so. Also nochmal kurz zum Thema Projekt. Ich habe mir vorgenommen, einfach die günstigsten Sachen, was mit Musik zu tun haben, mir auf Amazon bestellen. Natürlich muss ich auch ein bisschen auf den Preis schauen, weil ich zahle das von meiner Tasche. Ich habe mir erst überlegt, ob ich mir die Sachen bestelle oder zumindest ein paar interessante Sachen, wo ich hier als Video bringen kann. Und dann gegebenenfalls wieder zurückschicken kann auf Amazon. Ich weiß nicht, wie lange Amazon das mitmacht, weil wenn ich mir jetzt etliche Sachen bestelle und ich schicke die jede Woche wieder oder ein paar Tage später wieder zurück, weiß ich nicht, ob Amazon irgendwann da sagt, hey, was ist da los, warum schickst du die ganzen Produkte immer zurück. Falls ich mal ein Placement habe mit irgendeiner Firma, die mir sowas zuschickt, wäre natürlich super geil. Das heißt, falls jemand da das Video sieht, ich stelle mich gerne bereit dafür, für eine kleine Kooperation. Genug geredet, Freunde. Ich hoffe, wie gesagt, das passt von der Qualität her. Ich habe festgestellt, dass ich, wo ich
den ersten Teil von dem Video schon aufnehmen oder das Intro aufnehmen, dass es ungefähr so aussah. Perfekt, fängt schon sehr gut an. Und zwar habe ich mir den günstigsten, wie gesagt, Controller von Amazon bestellt. Numark DJ Go 2. So, so sieht das Ganze aus. Ich bin heftig gespannt, wie groß, wie gut ist die Qualität, wie teuer oder was ich bezahlt habe, werde ich am Ende des Videos euch mitteilen, damit ihr auch fleißig das Video bis zum Ende schaut. Wir können mal ganz kurz schauen, was der Controller zumindest auf der Verpackung schon alles hat oder kann. Hier steht zum Beispiel Touch, das heißt, er muss irgendeine Touch-Funktion haben. Werden wir auch raussuchen oder rausfinden, wo und wie und was. Wenn wir kurz auf die Rückseite, also hier vorne steht jetzt auch nicht viel mehr, außer man hat 4 Pads auf jeder Seite. Man hat halt die Jogwheels, man hat den Browse-Knopf und so weiter, die Kopfhörertasten. Aber das werden wir uns dann gleich anschauen, wenn wir den Controller ausgepackt haben. Auf der Seite steht auch nichts mehr und ihr wollt genauso wie ich den Controller sehen. Deswegen packe ich das Ganze aus. Simple Verpackung. Wie gesagt, sieht schon sehr, sehr klein aus. Und ich vermute mal, dass er noch kleiner sein wird als die Verpackung, weil das Kabel muss ja auch noch irgendwo verstaut sein. Und wir packen das Ganze mal aus. Ich bin mega gespannt. Und ich bin auch dann mega gespannt, wie es ist, mit so einem Controller aufzulegen. So, Verpackung klemmt. Perfekt. Uns fliegt schon mal irgendwelche Zettel entgegen. Werde ich euch nicht vorlesen. Interessiert eh überhaupt keinen. Ich kenne keinen, der sich die Beipackzettel durchliest. Außer man kommt bei irgendwas nicht weiter. Aber ich glaube, so ein DJ-Controller ist eigentlich ein bisschen selbsterklärend. Und das sind ja eigentlich nur so irgendwelche Hinweise vom Hersteller und so weiter. Ich hoffe, ich kriege es auf die Kamera drauf. Wir haben erstmal Sticker von Numark. Finde ich sehr, sehr geil. Wenn ich den nicht zurückschicke, weiß ich noch nicht, klebe ich mir die auf jeden Fall irgendwo hin. Weil ich auch ein großer Fan von Numark bin. Das war mein zweiter DJ-Controller, wie vorhin schon gesagt. Ich war mega, mega zufrieden, hatte damit auch schon Gigs. War super lustig, hat mega Spaß gemacht, zufrieden. Deswegen werde ich es mir irgendwo hinkleben, aber safe nicht auf meinen Pioneer-Controller. Einmal noch ein Hinweis für die Software, die wir uns im zweiten Teil oder im zweiten Video anschauen werden. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und zwar, genau hier steht es, Serato DJ Lite. Kommen wir natürlich zum wichtigsten Teil. Diese Knödel brauchen wir auch nicht. Wir haben hier einmal Cinch-Kabel, man kennt es, und 3,5 mm Klinke. Das werden wir für den Ton natürlich brauchen, um das irgendwo anzuschließen. Zumindest, dass wir Ton über die Boxen hören können. Dann haben wir hier, kann ich mal kurz auspacken. So, wir haben hier, müsste Micro-USB sein auf USB. Also USB-A, glaube ich, heißt es. Also ganz normales USB-Kabel halt, was man so kennt. Oh mein Gott, haltet euch fest. Das ist hier der Controller. Also er ist schon... Bruder, ist der klein, Mann. Das ist mit Abstand der kleinste DJ-Controller, den ich jemals in den Händen gehalten habe. Wir haben aber eigentlich hier alles, wie gesagt, zum Auflegen. Bevor wir da jetzt rumschauen und rumtesten, was wir dann hauptsächlich im zweiten Teil machen. Verarbeitungsmäßig, gut, es ist halt alles aus Kunststoff. Alles aus Kunststoff. Okay, hier auf der rechten Seite, sehr ungewohnt, haben wir Kopfhörereingang. Kenne ich so nicht. Normalerweise hat man die ja auf der Unterseite. Hier auf der Seite und Stromversorgung, genau deswegen das USB-Kabel. Stromversorgung läuft halt über den Laptop oder den PC mit diesem USB-Kabel. Wie gesagt, Qualität ist halt sehr günstig gehalten. Darum geht es wahrscheinlich auch gar nicht bei so einem Produkt oder bei dem günstigsten DJ-Controller, sondern ich vermute, die haben diesen Controller auf den Markt gebracht, um ja Leuten zu zeigen oder Leuten ja ein Produkt zu geben, um einfach sich mal zu testen, ob das für einen was ist. Was ich aber jetzt nur gerade gesehen habe von der Qualität her, also das ist halt wirklich sehr, sehr günstiges Kunststoff, lässt sich auch sehr leicht drücken, man hat ein bisschen Feedback. Dass, wenn man die Taste drückt, hat man zum Beispiel dieses Klickgeräusch. Aber wenn man Kopfhörer auf hat und man irgendwas vorhört oder die Musik über Kopfhörer hört, merkt man trotzdem, okay, man drückt hier eine Taste. Was ich gerade nur gesehen habe, das wird wahrscheinlich jetzt hoffentlich nur, oder was heißt hoffentlich, das ist jetzt nur bei meinem Produkt. Ich werde es nicht wahrscheinlich über die Kamera kriegen, aber dieser heißgeliebte Sync-Button, den man hier hat auf beiden Seiten, der auf der linken Seite ist ein bisschen eingedrückt. Und ich vermute mal, Produktionsfehler. Ich hoffe, er funktioniert. Das werden wir dann im zweiten Teil sehen. Ansonsten, was haben wir hier? Master Level, Normal Level, Kopfhörer, Eingang oder besser gesagt Vorhören.
4 Pets, finde ich cool, kann man viele Sachen machen. Man hat hier den Pet-Mode, das heißt, man kann hier testen oder umschalten, was man mit den Pets machen will. Q-Punkte, Auto, irgendwelche Sampler draufladen und so weiter. Man kann hier, also hier hat man den Browse-Knopf oder Drehknopf mit Eingabefunktion, das heißt reindrücken und der Song wird ausgewählt. Man kann hier die Songs reinladen, Deck 1, Deck 2 ist natürlich auch beschrieben, ist aber auch logisch. Dann haben wir hier das gleiche auf der Seite. Wie gesagt, Chalkwheels, Junge, sehr, sehr klein. Also ich weiß ja nicht, wie ich da einen Übergang hinkriege, wenn man nicht den Sync-Button probieren will oder nehmen will. Man hat hier Tempo-Fader, okay, sogar mit Mechanismus, das heißt, man hört's und fühlt auch, wenn wir auf 0% sind. Finde ich cool. Und ansonsten war es das eigentlich. Wie gesagt, Sync-Button ist jetzt bei mir ein bisschen auf 7.5. Dann haben wir hier den Fader. Der hat kein Feedback. Und der geht auch ein bisschen strenger als zum Beispiel meiner beim Pioneer. Ansonsten, Freunde, war es das eigentlich. Mehr haben wir nicht. Ich habe euch jetzt noch ein paar kleine kurze Shots mit eingeblendet, die ich hier aufgenommen habe, dass ihr das noch von der Nähe ein bisschen sehen könnt. Aber ich bin gespannt, wenn wir das Ganze an meinen Laptop oder hier am PC. Ich werde es sogar über den PC machen, weil dann kann ich euch die Software abcapturen und euch zeigen. Ich bin gespannt, wie gut wir damit auflegen können. Ich kann euch nur eins sagen, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon erwähnt habe, mit der kostenlosen Version von Serato, also diese DJI Lite ist die kostenlose Version, könnt ihr euch ein bisschen das Programm anschauen, ein bisschen rumprobieren, aber ihr könnt zum Beispiel keine Übergänge direkt mit dem Controller machen, sondern nur mit Maus und Tastatur. Das ist halt der Nachteil von Serato DJI Lite. Das Normale muss man zahlen, was es kostet und so weiter. Werden wir uns, wie gesagt, im nächsten Video anschauen oder im zweiten Teil. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin echt noch überrascht, wie klein dieser Controller ist. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Bock auf solche Projekte habt, weil ich kann euch schon mal kurz was zeigen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sieht man es eh schon. Hier unten habe ich noch zwei Pakete für die nächsten zwei Projekte. Es wird sehr, sehr spannend. Ich habe mega, mega Bock. Und ich werde sie dann in die Kommentare oder in den Bewertungen von dem Video mitbekommen, ob ihr dieses Format feiert, ob ihr Bock habt auf mehr. Weil es wird für den einen oder anderen interessant sein, der sich vielleicht überlegt, ein bisschen mit auflegen, ja, sich auszuprobieren oder generell mal sich einen DJI-Controller zu kaufen. Und ich will euch einfach in diesem Video zeigen, lohnt es sich zum Beispiel den günstigsten Controller von Amazon bestellen, zumindest den, wo ich gefunden habe. Was ich ganz vergessen habe, was mir gerade einfällt, ich habe bezahlt, ich muss nochmal ganz kurz nachschauen, und zwar der Controller hat 69 Euro gekostet. Für den ersten Eindruck muss ich euch ehrlich sagen, abgesehen jetzt von diesem Sync-Button, der ein bisschen auf 7.5 steht, für ein bisschen Kunststoff und ein bisschen Elektronik oder Platine ist ja da verbaut, 69 Euro, ich weiß nicht. Ob mich das dann überzeugt, wenn ich auflege oder die ersten Übergänge versuche, werden wir im nächsten Video sehen, Freunde. In diesem Sinne melde ich mich auch schon wieder ab. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt Bock, wie gesagt, auf neue Projekte. In diesem Sinne, Freunde, macht euch einen geilen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dann. Peace.